Hallo miteinander und willkommen zurück zu Torrentwarmer 3 mit Torrent Gent. So, wir haben uns das letzte Mal etwas akklimatisiert im neuen Update. Wir haben es erstaunlicherweise tatsächlich geschafft, eine riesige Kislev-Invasion hier oben abzuwehren. Fürs Erste zumindest mal schauen, was sie noch hier machen wird. Ja, offensichtlich will sie uns die Finger abfrieren. Das ist nicht nett. Ja. Aber... ja, wir hoffen mal, dass wir das hier... ja, wir gehen jetzt hier auch rein. Das ist... wahrscheinlich ist hier wieder so viel Korruption. Natürlich ist hier so viel Korruption. Ah, ja. Wir müssen ja erstmal uns um diesen ganzen Mist hier kümmern. Und die sind halt überall, alter Falter. Ne? Hier im Osten halt. Hier drüben... ach ja, richtig, hier hatten wir noch keinen. Scheiße. Jetzt muss ich hier irgendwo noch einen Agenten rekrutieren. Ein Jäger. Ich meine, warum auch nicht, ha? Huh? Giftattackenjäger. Hunter. Kann der das hier schließen? Das ist echt nicht fördernd. Das ist eigentlich der größte Nachteil dieser ganzen Sache. Dass man halt die ganze Zeit gezwungen ist, überall Helden rumstehen zu haben. Okay, diese Typen hier, ne? Rofabel. Marienburg ist erstaunlich schlecht verteidigt, ehrlich gesagt. Gut, ich hatte auch keine Mauern, weil ich dachte, dass wir hier hinten noch angegriffen werden. Ach Mann, ey. Könnt ihr euch nicht einfach in eure Lande hier irgendwie... The gods might compel me to kill, but I do it freely. Bewertung der Ausgangslage. Willst du mich eigentlich verarschen? Dein Stärkerang ist 18. Und meiner ist 3. Und da sagst du, nein, ich bin da voll. Ja, ich gewinne das. Und das ist nicht die... was ist denn die Ausgangslage? Weil eine Fraktionsstärke, klar. Aber was ist die Ausgangslage? Hä? Was ist das für eine komische, arbiträre Sache hier? Ach... ja, ich meine, irgendwann werden wir schon einen Tag erleben, wo die Diplomatie hier so durchsichtig ist wie bei EU4, aber naja. Ich schätze, auf die Zeit müssen wir noch warten. Wir müssen hier also erstmal jemanden aufstellen, ha? Huh? Haben wir eigentlich keinen einzigen? Sieht nicht so aus, ne? Ja, dann nimm mal doch mal einen. Ja, der großen, das ist so ein großer Oschi. Mal den hier mal. 1000. Es ist so furchtbar unnötig. Er muss noch landen und erst dann kann er uns belagern. Ich könnte man fast dann auch noch schnell in diese Armee hier stecken. So, hier drüben ist ja ansonsten eigentlich nicht viel. Du stehst ja schon mal genau richtig. Du kannst das mal schließen. Sonst gehst du hier runter. Dann schließen wir das hier. Beziehungsweise eigentlich, das ist eigentlich auch auf dem Weg. Dann mach das hier zu und dann machen wir das hier zu. Ich befürchte, dass wir es nicht schaffen werden, rechtzeitig hier drüben alles zuzumachen. Außer ich rekrutiere hier wieder irgendwelche Helden, falls ich das kann. Irgendwo hier. Vermutlich im Lager. Ne, auch da gibt es keine Möglichkeit mehr. Ja, der Witz ist, wir müssen ja auch das hier schließen. Da können wir erstmal nichts machen. Kennst du es? Ich meine, das Problem ist ja, dass sie immer stärker werden. Das heißt, wir müssen schon etwas mehr hier mitnehmen, als das, was wir momentan anbieten können. Oh mein Gott, ey. Kannst du mir denn leisten, einen von... du bist ein Level 37 Jäger. Dann... wir brauchen diese Truppenaufführung jetzt im Moment nicht so dringend, deswegen komm mal hier runter und schließ das hier. So, ich will mich hier nicht schwächen, bevor wir hier... komm mal mit dir auf jeden Fall hin. Okay. So, du kannst mal hier
Zu dem und kennst es kann hier angreifen mit seiner geschwächten Armee, aber wie gesagt, wenn der dazu kommt, sollte das auch passen hier. Ich geschaut, wie stark die Garnison ist, aber ja, entscheidender Sieg. Wenn wir das mal tatsächlich automatisch machen, niedrige Verluste, sagt er. Speichern mal, gucken, wie übel es wird. A battle and a feast. 257 haben wir verloren. Hier sind noch vorwiegend Noblars. Okay. Besetzen. Okay. Mutig sind wir jetzt. So, dann bleiben wir hier schon beisammen, füllen uns weiter auf. Jetzt haben wir hier natürlich elitäre Noblars. Wie wir hier in der Stadt ja tatsächlich das echt ein Level 2 Ding hier zum Rekrutieren. Wow. Ah ne, das haben wir in Belga gerade schon. Ich drehe ja durch. Ich würde gerne was ausbauen, wenn ich ehrlich bin. Und jetzt hier den Jäger auch nochmal nicht so raushauen, um das Portal kurz zu schließen. Du bist ja auch völlig neu hier. Kann nicht mal marschieren. Die arme Sau. So. Das ist echt der Boss hier. Spielnoblas. Nimm die Resistenz mit. Ja, weil dann könnten wir hier einfach die. Also ihn hier auf jeden Fall ersetzen mal. Nee, nicht unbedingt durch das, sondern. Kapulen Eisenfäuste. I am the greatest. Nimm mal die Infanterieabwehrleute. Ich sollten wir Veranstaltern nicht mehr werden. Ah ne, bei der Armee geht's ja, da haben wir ein paar Fleischbucker. So, Seuschenk selbst hat auch natürlich eine Garnison. Ich glaube, das ist hier die beste Wahl, das ist hier echt an der Grenze. Sag nicht, wie viele da noch rumstehen. Hier, es ist eigentlich die Frage, wie können wir unter Umständen schnell und unkompliziert noch an Geld kommen. Also das haben wir ja hierfür eigentlich freigelassen. Aber ich würde jetzt auch dazu tendieren, das erstmal abzuwarten. Der östliche Oblast. Es wäre schon gut, wenn wir hier jemanden ausbauen würden auf Level 3. Aber was kostet jetzt 4000? Es dauert halt auch Ewigkeiten. Und wir machen es, komm. Unser Geld reicht. Also wir müssen halt irgendwo das Gebäude bauen, damit wir dieses Problem nicht mehr haben. Ich weiß echt nicht, wie wir das hier machen sollen, zeitlich. Weil ich will eigentlich ins Reich gehen, ja. Nichts, nur ist er fertig. Dann kann er mit dieser Armee hier gemeinsam hier weitermachen. Das machen wir kleine Schritte nach vorne. Ich frage, ob das tatsächlich leer ist oder ob da jemand, ob das eine Skaven-Siedlung ist, aber ich denke, es könnte tatsächlich eine Ruine sein. Okay. Ja, dieser hier hinten, also darf ich echt nicht drüber reden. Das ist also ich grenzwertig blöd hier. Ich denke zwar nicht, dass ich noch Zeit haben werde, hier groß rauszurennen, um mir noch sowas rauszuholen hier. They serve or they'll be served. Bring me something's leg. Tyrant of the tribe. Jetzt hier hinten. Ah, wir können Schloss Drachen auf das Ding ausbauen. Hä? Ich meine. Nee. Haben wir jetzt hier schon eine Runde abgewartet? Nee, noch nicht. Erst. Nee, haben wir noch nicht. Okay. Dann ist das jetzt der Augenblick der Wahrheit. Mal schauen, was sie hier machen. Er baut natürlich wieder hier. Ja, da hat er die nächste Armee rekrutiert. Natürlich. Grantig. Bergflüsterer Kansas.
Alle hungern, Boss, mehr als sonst. Vielleicht passt dem großen Schlund was nicht und wir müssen ihm Fleisch bringen. Na, vielleicht hatte der Stamm einfach zu lange nichts mehr zu essen. Zaubertrunk. Brunch. Fleischiger Tribut. Ja, mach mal. Wir brauchen das Geld eher. Hinterhalt verhindert, Scrack der Schlechtere. Hat er sich echt versucht, den Hinterhalt zu stellen von denen? So, also wir sind hier ja jetzt dann mehr oder weniger aufgefüllt. Ist nicht schlecht, die Armee, aber wir haben auch viel. Wie gut ist am Start? Ja, natürlich zieht es sich zurück. Das wird dir aber nicht helfen, weil wir ja zum Glück den einen guten Blitzschlag haben. Das dämliche Tor hier müssen wir ja auch noch schließen. Mir missfällt zwar, dass wir hier mit so halben Armeen kämpfen müssen. So, wenn wir die jetzt alle angreifen. Das ist sie hier. Das ist die eigentliche Armee. Und da sind es noch diese zwei Zusatzarmeen. Das sollten wir aber schaffen, ehrlich gesagt. Dann sterben die hier alle auf einmal. Da ist sogar die Garnison dabei. Besser halt so, als wenn sie drin ist. Ja. Ohne Blitzschlag. Voll drauf. Okay. Ja, so nett Blitzschlag auch ist. Ich glaube, wir fahren hier echt besser, wenn wir die alle vernichten auf einmal. Das hat echt auch eine starke Solo-Armee ist. Keine Frage. Zum Glück sind die alle neu rekrutiert und haben noch keine Level. Das ist das, was uns hier natürlich ein bisschen hilft. Die zwei kleinen Groms sind halt super nervig. Und da müssen wir schauen, wie wir uns mit denen arrangieren. Zumindest können sie unsere Infanterielinie nicht wirklich angreifen. Ich weiß, wie wir die zur Hölle angreifen sollen. Esten. 227, 275, 3 Minuten Zeit. Unsere kommen sehr viel schneller. Der Witz ist ja, wir können euch zumindest hier ziemlich nah hinstellen. Wir können euch hier so ganz galant auf diese Seite rennen lassen. Ihr seid ja nicht sichtbar. Ja, der ganze Rest von uns. Die Groms werden halt hier natürlich massiv das Feuer öffnen auf diese Leute hier. So. Unsere schnellen quasi Jungs. So, du, nicht du. Tu es auch vor Hut, komm, tu es. Schau, vielleicht machen sie ja auch ganz krasses Zeug und greifen uns hier direkt an. Das ist auch eine Idee. Dass unsere Leute mehr Reichweite haben als die. Naja. Naja, genau das meinte ich, das ist ein bisschen blöd. So, komm mal hier rüber, wir wollen die ja von hinten hier angreifen. So, kommt, alles hier vor. Oh, die Kavallerie verfolgt uns.
new adventure. Seeking heat. Firemouth's request. Ja, also, da triffst du halt echt immer die richtigen hier, meine Güte. So, er rennt darüber und killt die. Ich habe so das Gefühl, dass unsere Leute, das sterben werden alle. So, hier, komm. Haut diese ganzen Leute hier weg. So, explodier die mal hier. So, kommt, 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 los, 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 go. Schönes, Feinde sind noch nicht mal hier angekommen, quasi. So, jetzt kommen hier weitere Steinjacks. So, komm, tu es. Das schaffen wir hier auch gleich, wunderbar. Die ganzen normalen Ogre kommen jetzt auch noch an. Was kommt, macht sie nieder hier, die zwei. So, lasst euch hier nicht von denen zurechtschießen. So, da kommt der weitere. Die weitere Verstärkung des Feindes. Wir sind leider noch nicht ganz fertig hier mit den Vorkehrungen. Ihr müsst auch weiter vor, witzigerweise, so wie es aussieht. Dann los, komm, haut die hier alle weg. Das klingt jetzt blöd, aber es ist jetzt auch quasi relativ egal, wie viele Leute wir hier verlieren, weil das ist halt quasi die letzte Schlacht hier in dieser Gegend. Unglaublich, dass diese Typen hier immer noch dastehen. Was macht die hier nieder? So, wo ist denn unser Feuertyp hier? Mal hier den da, der ist ja gut gegen Single Entities. Einzeltypen und so. Oh mein Gott. Oh. Los, 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 los. Auf geht's, auf geht's. Komm schon, renn da drauf. So, die Krähen hier loslassen. Liebe für Fleisch wurde uns wieder hier äußerst großzügig vorgestellt. Wir sind jetzt einfach zu langsam. So, komm, hol sie raus. Alles muss darüber. So, ich will hier den massiven Schlund will ich hier sehen. Alles schlägt hier ein. Au.
So, wer von unseren Helden braucht am ehesten? Ich würde sagen, der Feuerteufel hier. Ja, also die Überfalltaktiken laufen tatsächlich echt am besten mit den Ogern, muss man schon sagen. Das ist schon recht ordentlich. Hoffen wir mal nicht, dass unsere... Ja, natürlich schießen sie alle noch rein, aber wir nehmen das jetzt einfach mal in Kauf, weil, ja, sie ist eh gleich weg. Okay. Oh, lass sie nicht weg. So. Sehr schön. Sogar ein entscheidender Sieg diesmal. Ja, das hat echt viel ausgemacht, dass die fast 3 Minuten gebraucht haben, um aufs Feld zu kommen. Konnten wir echt auftrumpfen. Gut Schaden aus der Ferne gemacht, ne, dass wir da die umgangen sind mit den Zerfleischern, war auch ganz nett. Ja, ne, die Steinjacks und die Kaff, die hauen halt die ganzen Reihen so durcheinander. Das ist schon heftig. So, verloren haben wir niemanden. So, das gibt uns nochmal ein bisschen... Ja, komm, wir nehmen das Geld. Das ist tatsächlich mir jetzt lieber. Wir sind schon immer mehr ins Minus. Ja, es ist sehr interessant, irgendwie. So. Er hat auch eine ganze Menge verloren hier. So, mach den mal weg hier schnell. So, kannst du das direkt einnehmen? Ach, da ist nochmal eine Armee dahinter. Jetzt würde keiner sterben. Mach mal so. Dann ist das hier endlich erledigt. So. Sehr schön, dann können wir uns nämlich in die Stellung hier begeben und können nächste Runde dann dieses Portal benutzen, wahrscheinlich sogar, um hier abzuhauen. Ja, weil das ist jetzt die letzte Siedlung hier in der Gegend, dann kann er sich auffüllen, nach Osten gehen. Wahrscheinlich kennst du es hier dann auch. Na, du wirst das hier jetzt mal schließen. So. Weißt du was, geh du hier hin und er kann als nächstes dann hier hin. Okay, was sagt denn der Westen? Sag es, ob ich mir die holen kann, wieder zurückkommen. Wahrscheinlich schon. Es ist halt so unnötig hier jetzt, dass... Ich meine, er kann halt eigentlich nicht viel machen. Ja, das ist das Blöde, da ist halt die Garnison nicht dabei. Das so mal, das hatte ich ja auch nicht. Im Prinzip heißt es jetzt hier einfach genug billige Manpower in dieser Armee hier aufbauen, ja. Ach so, warte mal. Wir können ja zumindest mal... dich ein bisschen ausstatten fürs Erste. Nämlich mit einem Doppler Erfinder. IT-Treiber. Den Brauer. Standarten brauchst du eigentlich keine. Fleischbrücker, was haben wir hier? Nobler Häuptling, genau, den brauchen wir. Grubenkämpfer kannst du auch noch mitnehmen. So. Gegenstände bin ich mir jetzt... Ja, ich meine, so Billigzeug können wir dir schon geben, wa? Hier ist noch ein Drachenhelm. So. Ist jetzt nämlich hier Profi-Noblers. So, nochmal einen davon. Kostet ja nicht viel und
Vielleicht ist er nicht so nur von der Masse her stark genug, um ihn zu vernichten, einfach. Also, du kannst das hier zumachen, bevor ich das völlig vergesse. So, und eigentlich sollten wir dich dann jetzt aber auflösen. Ja. Schon mal 250 weniger. Du machst das nächste Runde. So, Kansas. Kansas geht jetzt hier nach Osten, würde ich sagen. Schließt jetzt dieses Torportal, was auch immer hier, mit seiner grandiosen Mega-Armee. Fühlt sich ja derweil noch auf unterwegs, was nicht ganz gut ist. So. Sie wird verfolgt. Hier können wir uns nochmal ein letztes Mal aufleveln. Ein letzter Punkt. Brüller. Schwer zu treffen. Hm. Ja, mach das so. Hier. So, die ganzen Sachen haben wir alle schon. Führerschafts-Debuff. So. Ein bisschen Korruption bereinigen vor Ort. Ach, warte mal, du hast noch keine Spielenopnase. Nimm auch das mit. Dann nimm mal die Gifttoleranz zuerst. Dass wir ein bisschen mehr aushalten. Okay, hier haben wir zwei Punkte. Das oben ist alles soweit fertig. Ach so, jetzt können wir uns hier noch eins aussuchen. Treiber, Säbelzahn, nee. Ich bin gerade Attribut Schleicher. Das wäre richtig lustig mit einem Steinjack. Sich schleichen. Bronze gegen große Feinde. Ja, großer Bestienjäger ist schon okay. Stattlich machen wir ihn jetzt auch noch. Wir lassen ihn ja sowieso meistens immer reinrennen, statt hier irgendwie. Ist auch schon Level 50 hier. Aber immer mal echt alles. Ja, mach so. So, nächste Runde hoffentlich. Können wir das hier schließen? Beziehungsweise, nee, wir gehen einfach durch. Ja. Jetzt mal tatsächlich mal zu Korn hoffentlich sein. Dann muss noch jemand das hier schließen. Das kann halt einer deiner Helden dann machen, würde ich sagen. Der läuft dann darüber. Naja, weiß, eigentlich sollte man lieber kämpfen und die Dämonen einfach ausnehmen, weil das Geld, das kann man gut gebrauchen. Ist halt wieder das Typische. Wir nehmen zwar lautstellig mehr ein, aber wir haben immer weniger Geld. Es ist, ja. So, du machst das hier mal zu. Ach shit, jetzt bin ich. Ich wollte eigentlich nur mit dem Helden da rausgehen. Ja. Schlüsseln das entscheidende Sieg. Das müssen wir nicht mal selbst machen. Komm, wir buffen uns noch ein bisschen trotzdem. So. Ganze zwei, ja. Wir nehmen jetzt mal das Geld mit. Wie gibt's denn? Ja, mal ein bisschen was. So, dann heil dich mal weiter. Oder wieder. Ist mal aus dem hier raus. Libya, es gehört ja wieder zu einem anderen, ja. Das müssten wir einfach mal einreißen, hä? Huh? Es ist auch überhaupt nicht umzingelt von... Oh, yes. Absolut. Keine Chance, die werden das einfach selbst machen, das ist schon okay. Zu 18.000. Das heißt, wenn wir irgendwo Gebäude haben, die uns Geld generieren würden, dann könnten wir die jetzt durchaus nochmal rausballern. Na ja, okay, baut das hier schon mal. So, hier haben wir ja auch schon vorbereitet dafür. Mal das Geldgebäude und einmal das hier, das Problem nicht mehr auftritt. In der Provinz, da wollte mein Igorov ja das Ganze machen.
Bau das mal, das bringt uns alles ein bisschen mehr Geld wieder. Könnten wir auch noch mal eine Schatztruhe bauen. Ja, ich denke, das ist schon okay. Wir brauchen jetzt hier nicht zwingend mehr Verteidiger. Müssen überlegen, was wir... Nicht, dass wir was vergessen. Du warst schon dran. Du warst auch schon dran. Das ist wieder dieser Ausbau hier. Fähigkeiten. Viel flexibel Zanus. Aber wie hast du es wieder geschafft aufzuleveln? Stattlicher. Achso, natürlich. Das war diese Sache. Ja, einer von euch muss auf Level 3 gehen wegen dem Portalgebäude. Aber der warten wieder einmal. In der Höllengrube. Ja, guck mal, hier kann man ja sogar Zeug bauen, so Verschlinger und richtige Leute rekrutieren. Das ist ja völlig verrückt. Korruption ist hier auch ein wenig übel. Was soll er denn jetzt hier vor Ort gehen? Ich meine, das ist besser als nichts, ne? Vor allem nur, dass wir die hier ohne weiteres nachrekrutieren können, ist schon nicht schlecht. Ja, eigentlich könnte ich... Machen wir weiter. Also, achso, den wollten wir ja auch noch hier anschließen. Naja, okay. Nächste Runde dann hoffentlich. Hoffentlich entscheiden sich nicht die komischen braunen Dämonen hier dazu, uns anzugreifen. Hammer! Ja, schon Zugang, klar. So, Sylvania. Du bist wieder abgehauen. Ich glaube, ich sterbe, ne? Behalte ich jetzt echt diese Armee und jag den hinterher hier? Oder wie mache ich das jetzt? Das, wenn ich den jetzt wieder auflöse, ne, dann kommen die Typen einfach wieder. Es würde halt auch unser gesamtes Geldproblem lösen, wenn ich ihn auflöse, aber okay. Erstmal ihm nochmal eine Runde Zeit, damit er noch weiter wegfahren kann. Und dann können wir uns das hinterher immer noch überlegen. Oh Mann, diese Menge an Armeen hier. Das ist tatsächlich eine Kari selbst hier. Okay. Ja. Sie sei, ich würde ja schon ganz gerne wissen. Okay. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus, wenn da keiner ist. Das ist nicht eine Mordsgarnison hier, aber mit beiden Armeen. Sollte das eigentlich schon passen, dann lass uns da mal schon mal energisch in die Richtung gehen. Dann fährt Ehrengard als nächstes. Ja. Hier drüben kann Kisle von mir aus auch weiter existieren, das ist mir relativ egal. So. Ja, er ist halt echt einfach noch nicht so weit. Hm. Achso, warte mal, wir müssen unbedingt diesen Säbelzahn hier austauschen. So, nimm mal stattdessen dieses Steinjack hier. 2, 3, 4, 5. Ich gucke, ob wir noch irgendwas austauschen sollten. Ich denke ehrlich gesagt nicht, ne? Ja, dann geh du doch mal hier rüber. Nee, warte mal, du musst das Portal schließen, nachdem wir durchgegangen sind. Okay, das heißt, wir bleiben erstmal nochmal hier drin stehen. Wir müssen aufpassen, weil da halt definitiv einer rauskommen wird. Jetzt kann man das hier schließen. So. Mal nach der Niederlage. Müssen wir wohl selber kämpfen.
fiese faulfliegen Nörklinge und ansonsten eine ganze Menge von den Jungs her. Na gut. Hoffen wir das Beste. Das ist ja die noble Armee. Da haben wir ja ein paar sehr unerfahrene Noblers. Kennst du es, der Bergflüsterer? Warte mal, müsste der nicht eigentlich Nobler-Treter auch heißen? Hat etwa den falschen Namen drin? Das hört sich jetzt verheerend. Weil wir die zerbrechlichen Noblers eigentlich brauchen. Wir haben auch keine Adler, die. Ist richtig. Okay. So. Frontlinie. Schützenlinie 1, Schützenlinie 2. Leg Belchers. Die mobile Adler, die genau. So, tun wir's. Serve the Outers. If any of you even think about losing, you're going in my gut. Es ist halt ein bisschen blöd, dass wir hier quasi bergauf kämpfen müssen. Aber anders geht's hier nicht. So, wir haben auch keine Möglichkeit. Weil du kannst schon mal hier vorlaufen. So, in dieser Formation haben wir eigentlich... Ja. Eigentlich ist es echt furchtbar so. So, dann wird er gemeinsam mit den Noblers, wird der Kansas das Ganze halten. Ja. Die werden uns hier angreifen. So, ihr macht die alle kaputt, ja? Wir warten jetzt gerade mit ihm noch, dass die sich hier schön aufstellen. Dass wir den Schädel durchschicken können. Oder die Säule direkt, das ist natürlich auch nicht schlecht, hier komm. Und dürfte diese Flanke hier relativ safe sein danach. Ne, außer die Säule geht natürlich wieder einfach irgendwo hin. Naja, immerhin erwischen wir hier noch ein paar. Und eine ganze Menge erwischen wir da sogar. Mal hier in der Formationsgruppe. Ja, schon, ich meinte aber. Schicken wir sie vor. Ja, das ist nur für eine Einzeleinheit dann. Achso, kennst du es? Leg mal dein Ei. Hier kämpfen echt noch. Ja, schwer hier, sag ich mal, einen guten Ort für einen Angriff zu finden. Aber warte mal hier, wenn ich das hier so runterschieße, dann immer auch wieder nur die richtigen. Hier, guck ich das mal an. Das wird eine schöne Braterei hier. Fauliges Fleisch, zudem noch ein paar Noblers leider. Guck mal, wie der hier einfach abhaut, ne? Du musst das auch mal genießen einfach, ne? Sie zerfallen. Zumindest zum Großteil.
So, komm, mach ihn kalt hier. When do we eat? Follow the Maul's call. Leg belchers. So, versuch die auch mal da drüben reinzuschießen. In dieser Flanke ist tatsächlich geblockt. So, ach nee, warte mal. Ah. Ja, das hat eher unseren eigenen Leuten wehgetan. So. Schleunen wir das Ganze. Das ist eigentlich schon erledigt hier. Dürfte jetzt auch gleich dem Feind klar werden. Oh wow, einer unserer Truppen ist gerade eben, hat sich noch zurückgezogen. Ja, keine Mann nach der Niederlage. Ein angeblich knapper Sieg. Natürlich konnten wir die Feindcamper nicht wirklich nutzen, weil die Position echt all war. Aber ja, wir haben auch ehrlich gesagt keine bessere gebraucht. Gut. Gebt uns all euer Gold, das können wir gut gebrauchen. Ganze 4%. Ja. Wir sind im eigenen Land, das ist schon okay. So, dann kannst du... Geh mal nach Kislev und füll dich da drin auf. Wir müssen dann auch hier rüber und das schließen. Also da wird eine Armee spawnen, ziemlich sicher. Leider. Zumindest haben wir da in den meisten Städten. Es ist ja halt echt kein, ne? Das gibt's nicht mehr. Ah ne, warte, das ist der andere. Ist es der andere Kansas? Wir haben ja zwei, das darf ich ja nicht vergessen. Das ist der Boy. Da ist der Noblatreter. Okay, das ist der erste Kansas, sozusagen hier. Sozusagen. Ja. Blitzschlag, das. Die Jungsränge erhöhen. Jetzt mal Level 10. Er soll erst auf Level 1, okay. Na gut. Na gut. Mal kurz hier hinten zurückschauen in unser erstes Lager. Nicht, dass es wir wollten. Das sind die krassesten Quetscher. Aber hier, ja, wir haben zumindest jetzt die Steinjagd mit Harpunenschleuder. Die würde ich ja schon ganz gerne ausprobieren. Frage ist nur, auf wen? Einer von euch hatte doch die Rekrutierung. Ja, hier, du. Ja, dann machen wir aber erstmal das klar und danach machen wir das. Ja, ich weiß, du willst weiterziehen, das machen wir gleich. Ja, nächste Runde gehen wir hier durch und dann kann der andere das schließen. Und dann passt das hier alles wunderbar. Ja. Du musst uns leider hier noch ein bisschen... das Geld. Wir sollten das hier wahrscheinlich schließen. Würde ich behaupten. Ja. Deswegen fressen wir hier noch ein bisschen mehr Geld weg. Mal die zwei hier. So. Wenn wir schnell genug sind mit den Eroberungen, dann ja, können wir ihn vielleicht sogar behalten. Oh shit, ich wusste, ich habe irgendwas vergessen. Oh nein. Scheiße. Oh, hoffentlich kommen jetzt nicht die Armeen raus. Prag wird angegriffen vom Eishof. Der ist echt rübergelaufen von da hinten. Schlechte Chancen, würde ich behaupten, für uns. Vor allem ist es eine normale Feldschlacht. Kostalten von allen, ja. Ja, das können wir nicht schaffen. Ach ja, großartig. Oh wow. Das hat uns natürlich jetzt gut geholfen mit dem Geld. Was zur Hölle passiert hier eigentlich? Ach so, und da findet was und noch das Schottschleudern. Was hier passiert, aber ernsthaft? So viel? Das kann doch nicht sein. Praise.
fire! Ja, press the fire. Good day. Da ist das nächste. Spread the fire. Das war jetzt eigentlich das hier das nächste. Let's have a look. Das ist der Typ. Oh Mann, ach, das ist. Sich einfach weigert zu sterben, ne? Das ist so, hier, zack, rein ins Getümmel hier. Dominiert das Blut Gottes, ja. Die Domäne des Blutgottes. Ja. Auf diesem blutüberströmten Boden treffen dämonische Armeen in einem Gladiatorenkampf unendlichen Gemetzels aufeinander. Kämpft euch durch diesen brodelnden Kessel des Krieges bis zur Messing-Zitadelle. Dort werdet ihr auf den Hüter treffen, den bevorzugten Dämonenprinzen des Korn. Tötet ihn und holt euch seine Seele. Okay. Ja, und ich würde sagen, das ist eigentlich ein ganz guter Cut. Dann machen wir in der nächsten Folge genau mit der Domäne des Korn weiter hier. Bis dann, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, euer Like da zu lassen, falls es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Twan.